Wir nehmen euch heute mit in unseren Garten und zeigen euch die 5 Gartenarbeiten, die wir jetzt im Oktober noch zu erledigen haben. Im September haben wir unseren Rasen hier ja noch gedüngt und der ist seitdem auch noch richtig, richtig doll gewachsen. Das kann man so sagen. Wie sieht's denn mit dem Mähen jetzt aus? Kann ich den jetzt über den Winter so stehen lassen oder muss der jetzt noch gemäht werden? Nee, der muss schon noch gemäht werden. Also der wächst, wie du schon gesagt hast, ja sehr gut. Und wenn es noch warm ist, wie wir es ja in diesem Oktober noch haben, dann wächst er eben auch und der muss, also dieser muss unbedingt gemäht werden. Bis wann mäht man denn den Rasen dann noch? Wie gesagt, solange er wächst. Also das kann auch im November noch sein oder sogar im Dezember, ne? Gibt es denn so eine ideale Länge, die er haben sollte, bevor man dann wirklich sagt, ab jetzt wird er nicht weiter gemäht? Also 4-5 cm würde ich sagen, auf jeden Fall so soll er im Winter gehen. Nicht zu kurz, weil er dann eben auch empfindlicher ist. Aber wenn er zu hoch ist, dann können auch im Rasen leicht Pilzerkrankungen sich bilden, gerade wenn vielleicht Schnee liegt und es auch sehr nass ist. Ne? Deswegen sollte er nicht zu hoch sein. Also so wie er jetzt ist, ist er hier viel zu hoch. Okay, also müssen wir ihn noch mähen. Genau. Gut. Hier sind wir jetzt bei unserer zweiten To-Do angekommen, bei unseren Olivenbäumchen und unserem Orangenbäumchen. Mhm. Was müssen wir jetzt im Oktober damit machen? Wir werden die jetzt schon mal ein bisschen geschützter stellen, ans Haus oder auch unter den Unterstand, damit sie nicht mehr ganz so viel Wasser abkriegen, wenn es regnet. Weil das mögen sie nicht, wenn sie so ganz quitschenass sind, der Wurzelballen. Damit wir sie, falls es dann stärkeren Frost gibt, im November oder Dezember, kurzfristig schnell mal ins Haus holen können und dann eben auch nochmal frostfest verpacken. Das machen wir aber erst später, wenn also abzusehen ist, dass es wirklich jetzt länger mal Frost gibt, dass sie dann draußen überwintern können. Aber dazu müssen wir sie eben besser schützen. Okay, also die To-Do jetzt im Oktober, alle mediterranen Kübelpflanzen erstmal nah ans Haus, damit sie vor den gröbsten Witterungsbedingungen geschützt sind. Genau. Okay. Übrigens noch ein Tipp für euch, bevor ihr die Pflanzen ins Winterquartier räumt, kontrolliert nochmal auf Schädlinge. Die könnt ihr nämlich, solange die Pflanzen eben noch nicht verpackt sind, noch gut bekämpfen. Falls welche dran sind, die Pflanzen sollten schädlingsfrei in ihr Winterquartier gehen. Jetzt sind wir hier schon mit Handschuhen und Gartenscheren ausgestattet, denn wir wollen hier unsere riesigen Herbsthimbeeren runterschneiden. Genau. Warum müssen die jetzt im Herbst runtergeschnitten werden? Die Herbsthimbeeren tragen am einjährigen Holz, das heißt diese langen Triebe, das ist alles in diesem Jahr gewachsen. Die haben wir ja letztes Jahr auch runtergeschnitten und haben hier eben auch geblüht und Früchte angesetzt. Es sind auch noch ein paar Früchte dran, aber wir werden sie jetzt schon mal runterschneiden. Und dann treiben sie eben im nächsten Jahr wieder aus. So, dass wir im nächsten Jahr wieder eine fette Ernte hier haben. Genau. Auf welche Höhe schneidet man die jetzt runter? Ganz unten ab. Also unten bleiben vielleicht noch so 3-5 cm stehen. Oh krass. Mhm. Okay. Also wir können jetzt hier rigoros einfach runterschneiden. Ja, genau. Gut. Ob wir das in einem Schritt machen oder erstmal die längsten Triebe abschneiden, müssen wir mal sehen, wie wir drankommen. Wie ihr gesehen habt, legen Himbeeren einen wahnsinnigen Wuchs in einem Jahr hin. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr die wirklich jetzt so kurz abschneidet und die ein bisschen malträtiert aussehen. Die sehen im nächsten Jahr wieder bombenmäßig aus und tragen auch wieder jede Menge Früchte. Jetzt stehen wir hier bei unserem schönen Dahlienbeet, was wirklich der absolute Hingucker diesen Sommer war. Was passiert denn jetzt mit den Dahlien im Herbst? Ja, die sind frostempfindlich. Die Knollen auch, die in der Erde sitzen, deswegen müssen wir die auch rausnehmen. Wir werden hier die schönen Blüten noch abschneiden für den letzten Dahlienstrauß in diesem Jahr und dann holen wir die Dahlien raus und überwintern sie frostfrei und im nächsten Jahr pflanzen wir sie dann wieder ein. Wenn wir die Dahlien aus dem Beet geholt haben, wie lagern wir denn dann die Knollen? Weil die sitzen ja unter der Erde, sind ja so fette Knollen. Genau, da machen wir die Erde so gut ab wie möglich, dann werden wir die in Kisten packen, ein bisschen mit Sand abdecken, dass sie nicht komplett austrocknen im Winter und dann stellen wir sie rein und lagern sie kühl und dunkel.
Also möglichst so bei 5 Grad müssen wir mal gucken, wo wir einen Platz finden. Weil sie sonst eben wieder anfangen zu treiben, wenn sie zu warm stehen. Ne? Ah, okay. Das heißt, wir lagern die über den Winter und im nächsten Jahr können wir sie dann wieder rauspflanzen. Genau. Schön. Wir haben ja jetzt im Garten schon ziemlich viel abgeräumt, aber der Herbst ist auch eine super Zeit, um noch neues Wachstum zu fördern. Und das tun wir in diesem Fall bei uns im Gewächshaus. Genau, da haben wir nämlich Gemüse ausgesät, Blattsalate hauptsächlich, die eben im Winter noch wachsen oder im Herbst und dann auch schön geerntet werden können. Ja. Damit wir das Gartengefühl im Winter nicht ganz verlieren. Der Oktober ist also noch eine sehr geeignete Zeit, um noch die letzten Gemüsesorten im Garten auszupflanzen, die winterhart sein müssen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Gartenarbeiten im Oktober noch bei euch erledigt habt. Wir genießen jetzt ja auf jeden Fall noch die letzten warmen Oktobertage und diese wunderschönen Farben, die jetzt überall auftauchen. Mhm. Und wünschen euch auch eine ganz schöne Herbstzeit im Garten und sehen uns bald wieder. Natürlich im Garten. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Aber alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Ich glaube, es musste gesagt werden. Ja.